Dann willkommen zur letzten Vorlesung von Modellierung von numerischen Methoden für Strömungsprobleme im Jahr 2023. Das heißt sozusagen, wir sind bei der Weihnachtsvorlesung angekommen. Ich muss Sie gleich warnen, ich bin kein guter Weihnachtsvorleser. Ich habe zwar schon einige Weihnachtsvorlesungen gemacht, aber da mache ich immer irgendwie zu viel Stoff irgendwie. So, weil dann fällt mir eine Sache ein, okay, das ist unheimlich interessant. Aber die Dinge, die unheimlich interessant sind, sind halt eben auch manchmal ein ganz kleines bisschen kompliziert. Sonst wären sie nicht so unheimlich interessant. Also das, was wir uns hier gerade angucken, ist eine Simulation ein Hausbrand sein im Rahmen in der Doktorarbeit hier entstanden. Ja, man kann irgendwie sehen, die Tür auf der linken Seite ist zu, auf der rechten Seite ist ein Fenster, da kommt einerseits die Luft rein, deswegen wird das Feuer da auch zur Seite weggeblasen und die verbrauchte Luft bzw. der Rauch geht durch die gleiche Öffnung raus. Das heißt also, was hier eigentlich untersucht werden sollte, war die Hitzebelastung auf diesen Balken oben, aber grundsätzlich kann man hieran halt sehen, wo ist der Überlebensraum, wenn irgendwie was brennt. Ja? Also da gibt es für Interessierte in der Zukunft relativ viele Möglichkeiten, an sowas auch zu arbeiten, weil vielleicht wissen Sie das, dass wir jetzt gerade vor ein paar Wochen hier das neue Brandforschungszentrum eingeweiht haben. Ja, und das soll natürlich auch mit Leben gefüllt werden und deswegen spielen hier solche Simulationen natürlich auch eine entsprechende Rolle. Und deshalb gucken wir uns heute zum Abschluss des Jahres einfach mal an, wie sowas so ungefähr geht. Okay? Natürlich können wir da nicht total ins absolute Detail gehen, aber vielleicht ist das auch gar nicht so schlimm. Also mal sehen, ob ich es einigermaßen mit reduzierter Komplexität hinkriege. Also wir reden über Feuer und Feuer wird natürlich getrieben durch eine Verbrennung. Das heißt also zunächst mal am Anfang von dieser ganzen Geschichte steht irgendeine chemische Reaktion, die man vereinfacht so darstellen kann. Das μ ist jetzt keine Viskosität, sondern das μ ist ein stöchiometrischer Parameter, wird manchmal, glaube ich, auch mit N bezeichnet. Ja? Also nü F für Fuel mal die Menge des Fuels, also des Brennstoffs, plus ein nü Oxygen mal irgendwie die Menge von Oxygen oder Sauerstoff geht eben in ein Produkt, stöchiometrischer Parameter Produkt mal P plus irgendwie normalerweise noch Energie, weil die Energie kann man dann häufig aufteilen, weil die Energie relativ hoch ist, in eine thermische Energie und möglicherweise in eine optische Energie. Also, oder beziehungsweise es geht erst in eine thermische Energie und dann kann man sich noch um die Optik kümmern. Ein bisschen was werde ich, glaube ich, zur Optik auch sagen. Also diese Nü irgendwas, das sind die stöchiometrischen Parameter. Also F ist irgendwie Fuel, Ox ist Sauerstoff, okay, wieder schon gemischt Englisch-Deutsch, bilingual. Das ist tatsächlich eine Sache, die gewollt ist. Würden Sie diese Vorlesung, soll ich tatsächlich mal fragen, würden Sie diese Vorlesung aufsuchen, wenn ich sie in Englisch halten würde? Oder wäre das ein Ausschlusskriterium für Sie? Das hängt von dem Englisch her, aber ich fände es eigentlich interessant. Also ich finde es Deutsch besser, weil ich kann ihn ja so schon kaum folgen. Also Sie können, ich halte auch noch eine englische Vorlesung über Lettice Bosman, da können Sie ja reinhören, wie schlimm mein Englisch ist. Also mir ist das relativ egal. Manchmal,
manchmal stehe ich mit den Fachausdrücken auf Deutsch auf Kriegsfuß, weil die gibt es eigentlich für mich nicht. Ja. Das ist übrigens einer der Gründe, warum die Bauingenieure so dagegen sind, dass man hier Englisch verwendet, weil sie meinen, dass das dazu führen würde, dass die Leute, die hauptsächlich in Deutschland arbeiten, die deutschen Fachbegriffe nicht mehr lernen. Ja. Also ich komme aus einem ganz anderen Fach und da gab es keinen deutschen Unterricht. Also Methan, wir reden jetzt mal hier über ein Beispiel, Methan plus Sauerstoff. Das ist unser Lieblingsbeispiel. Kann mir jemand sagen, wieso? Also sagen wir Methan und wir vermischen Methan mit Sauerstoff und als Produkt könnte jetzt rauskommen Wasser und Kohlendioxid. Also normalerweise kommt vor allem beim richtigen Verbrennen kommt Wasser und Kohlendioxid raus. Es gibt allerdings noch jede Menge andere Sauereien, die rauskommen können. Sauereien war hier wörtlich gemeint. CH4, also wenn man sich das überlegt, CH4, einmal CH4, also der stöchiometrische Parameter wäre hier 1, plus der stöchiometrische Parameter für Sauerstoff wäre 2, 2 mal O2, geht über in CO2, also stöchiometrischer Parameter 1, plus 2 mal H2O, stöchiometrischer Parameter 2. So, das ist die beliebteste Flamme unter den Modellierern, weil sie natürlich die einfachste Flamme ist. Wieso? Weil die stöchiometrischen Parameter so einfach und gering sind. Nee, nicht weil sie gering sind, sondern weil sie in einem ganzzahligen Verhältnis stehen. Auf beiden Seiten gleich sind. Genau, was bedeutet? Genau. So, das hat nämlich physikalisch einen ganz erheblichen Konsequenz, also oder sagen wir mal so, wenn das nicht der Fall ist, dann macht das die Modellierung sehr viel komplizierter. Ja? Also die Methanflamme ist deswegen so beliebt bei den Modellierern, weil sie halt eben genauso viele Produkte wie Edukte hat. Die Methanflamme ist. Ich glaube, wir sind auch nie über Methan hinausgekommen, muss ich ehrlich sagen. Also, das heißt, die Zahl der Moleküle ändert sich nicht. Ja? So, wir können uns überlegen, was das bedeutet. Also, dem Ganzen liegt folgende Überlegung, jetzt die ideale Gasgleichung, also das sind nicht notwendigerweise ideale Gase, aber was jetzt grundsätzlich mal stimmt, ist, dass wir haben P mal V. P mal V ist N mal RT, wobei das hier die Zahl der Mole ist. So, R ist die Gaskonstante, 8,314 oder sowas, Joule pro Mol und Kelvin. Ja, also das heißt, wenn irgendwas anderes verbrennt, also die Kerzenflamme, Paraffin, ja, also das geht's natürlich in mehr Moleküle über, als sie reingesteckt haben, dann ändert sich hier in der Gasgleichung die Anzahl der Teilchen und dann muss sich dann ändert sich P mal V zusätzlich dazu, dass sich die Temperatur ändert. Also normalerweise hätten wir jetzt angenommen, wir haben ein geschlossenes Volumen, ja, dann wäre Volumen konstant, T würde steigen, ja,
aber ansonsten, also würde P würde proportional zu T steigen. Okay? So, wenn jetzt aber noch was, noch eine Reaktion dazu führt, dass N sich ändert, dann nimmt P, also würde P sogar unabhängig von der Temperatur ansteigen. Es steigt aber bei der Verbrennung N und T an. Also steigt P irgendwie noch stärker an. Ja? So, das ist bei der Modellierung, also ja, bisher haben wir ja P irgendwie immer so als Variable behandelt, naja, da lösen wir jetzt irgendwie die Poisson-Gleichung und dann geht das schon irgendwie alles inkompressibel und so weiter. Ja, Sie sehen, das funktioniert jetzt hier nicht mehr. Gut, dann, also deswegen, also hier in dem Fall bei der Methanflamme wäre halt eben N hier konstant. So, dann gibt es die Reaktion, er ist getrieben von einer Reaktionsrate. Die irgendwie eine Umsetzung darstellt. Also es gibt eine Rate, das heißt also wie viel, Rate heißt immer Menge pro Zeit. Ne? Also wie viel Paraffin wird pro Zeit in Asche umgesetzt, in Wärme. Also die Rate, mit der die Umsetzung abläuft, die kann berechnet werden mit einer oder kann modelliert werden mit einer Arrhenius-Gleichung. So, die Arrhenius-Gleichung, also die Rate, das ist jetzt ein kleines k, ja, kein kleines k. So, da gibt es irgendeine Konstante a mal ein t hoch Alpha. Dem Physiker, okay, das Arrhenius war ein Chemiker, dem Physiker stellen sich die Nackenhaare, wenn er sowas sieht, weil das bedeutet, dass die Einheit von a offensichtlich von Alpha abhängt. Okay, gut, sei es drum. Mal die Exponentialfunktion minus EA, Aktivierungsenergie durch Gaskonstante mal Temperatur. Also das ist A, ist irgendeine Konstante mit undefinierten Einheiten. Alpha ist ein Exponent, der hat offensichtlich die Einheit 1. Und das, woraus quasi auch hier ankommt, ist EA, ist die Aktivierungsenergie. Also Sie werden den Namen Arrhenius-Gleichung insbesondere auch für den Fall sehen, dass Alpha gleich 0 ist. Und dass hier vorne kein T steht. Ja? Aber jetzt hier im allgemeinen Fall ist diese sozusagen, ist die Konstante davor potenziell von A abhängig. So, kennen Sie eigentlich Arrhenius? Nee, noch nie gehört. Ich habe auch schon mal gehört. Ja, also eigentlich ist er ganz interessanter Wissenschaftler. Ich hab da vorhin noch mal ein bisschen gegoogelt. Also, Arrhenius ist nämlich insofern gesehen ganz, ganz interessant, weil er hat 1896 als erster vorhergesagt, dass der industrielle CO2-Ausstoß zu einer Erhöhung der Temperatur auf der Erde führen wird. Okay? Und was der Sache sozusagen noch die Krone aufsetzt, er ist der Cousin von der Urgroßmutter von Greta Thunberg. Und Chemie-Nobelpreisträger. Okay, also Sie sehen, da gibt es einen gewissen Zusammenhang. Okay. Also diese
mithilfe dieser Arrhenius-Funktion, also ja, genau. Also was übrigens, ich meine, man kann sich das vorstellen, die Kerze wird nicht von selbst, entzündet sich nicht von selbst. Ja? Sie müssen mit entsprechend viel Energie reingehen. Also dieses Ding ist eine Exponentialfunktion, die quasi gedämpft wird, weil sie ist negativ durch die Aktivierungsenergie. Das heißt, die Reaktion ist zunächst gehemmt. Es gibt kein Feuer, wenn die Temperatur zu niedrig ist. Wenn die Temperatur jetzt eine bestimmte Höhe erreicht, ja, dann wird dann teilen sie ja durch eine große Zahl, dann wird das hier alles zu Null und dann setzt die Reaktion ein. In der Regel ist es dann selbstverstärkend, weil das die Temperatur erhöht, ja, und dann kommen sie zu einem self-sustained, sehen Sie, mir fallen schon wieder die deutschen Wörter nicht ein. Selbsterhaltendes, genau. Reaktion hier. So, und man kann dann die ganze Sache durch so Reaktionsgleichungen darstellen. Da wollen wir jetzt nicht so besonders drauf eingehen. Das sind halt einfache sozusagen am Ort, am jeweiligen Ort gewöhnliche Differentialgleichungen, die irgendwie von den stöchiometrischen Parametern abhängen, von der Reaktionsrate und dann von der Menge, von der Menge von dem Stoff irgendwie nochmal hoch der stöchiometrischen Parameter. Ich habe diese Gleichung jetzt ehrlich gesagt gerade gestern nachgeguckt und nicht besonders nachvollzogen, deswegen hoffe ich, dass ich jetzt keinen kompletten Blödsinn hinschreibe. Ich will aber auch nur, ich will eigentlich nur jetzt darauf hinaus, dass wir diese Sache durch gewöhnliche Differentialgleichungen darstellen können. Also das kommt sozusagen jetzt nicht auf den Test. Also es gibt hier halt einen Umsatz, das eine wird weniger, ja, deswegen Minus, und dann gibt es eine, werden die Produkte, die werden entsprechend mehr, und das Ganze hängt natürlich irgendwie zusammen mit ihren stöchiometrischen Parametern, und irgendwie können Sie das dann nachlesen auf der Seite 358 in Introduction. To Computational Fluid Dynamics. Von Versteeg und Maler Lasekera. Okay, da steht, die haben das mal aufgeschrieben. Also gewöhnliche Differentialgleichung, natürlich pro Punkt jetzt, ne? Also da, wo es brennt. So, und jetzt versuchen wir uns das mal aufzumalen. Ich hoffe, ich ruiniere das jetzt nicht komplett. Also angenommen, wir haben hier einen Festkörper. Es kann jetzt auch ein flüssiger Körper sein, wie es dann bei einer Kerze normalerweise ist. Aber nennen wir das mal hier Fuel und ein Fest. Also hier, was hier passiert, ist Pyrolyse. Das heißt, das Ganze geht in die Gasform über. Dann gibt es hier reines Fuel in Gasform, und dann gibt es hier so eine Flamme, und um diese Flamme herum gibt es noch eine andere Zone.
Also das sind die beiden wichtigen Zonen. Das hier innen, schon etwas verformt, das hier nennen wir die Reaktionszone. Also ich musste da ziemlich viel lernen, mir war relativ unklar, wie eigentlich eine Flamme funktioniert erstmal. Ja? Vielleicht geht es Ihnen ja so ähnlich. So, die Luft, hier wird Luft reingezogen. Die geht hier nach oben. Also das hier ist unsere Luft. Okay, hier gibt es eben durch die Pyrolyse entsteht gasförmige, können meine Klammer noch zumachen, gasförmiger Brennstoff. Und die Reaktion ist auf diese Fläche hier sozusagen beschränkt, weil wenn wir uns das hier herausnehmen, ja, und gucken, was hier passiert, sieht es nämlich so aus. Also wir haben hier sozusagen Konzentration. Und sagen wir hätten jetzt, okay, machen wir mal blau, blaues Oxygen. Ich glaube, das ist irgendwie vernünftig. Also draußen haben wir irgendwie 21% Partialdruck. Was wäre das dann so? 120 Hektopascal, 210 Hektopascal Sauerstoff, irgendwie Partialdruck draußen rum. Und der nimmt in die Flamme hin ab. Also das heißt, der erreicht hier an der Grenzschicht, an diesem Ende hier erreicht er Null. Und auf der anderen Seite kommen wir hier rein mit Fuel. Das muss jetzt nicht unbedingt die gleiche Höhe haben. Ja? Ich mache es mal in einer anderen Höhe, damit wir keine Verwechslung kriegen. Also es muss nicht die gleiche Höhe haben, aber es nimmt bis hier unten ab. Also das heißt, die Reaktion ist hier in diesem Bereich. Also die Flamme brennt nicht überall, sondern die Flamme hat eine Reaktionszone. Ja? So, draußen ist Sauerstoff, drinnen ist Brennstoff und da, wo beides ist, da brennt sie. Aber der Sauerstoff kommt nicht bis ganz rein, ja, weil er vorher verbraucht ist, und der Brennstoff kommt nicht ganz raus, beziehungsweise er kann auch ganz rauskommen. Das sieht man bei einer Kerzenflamme insbesondere oben, wenn die rußt. Das ist dann der Fall, wenn das Ganze zu kalt wird. Ja, wenn plötzlich die Temperatur zu niedrig wird, dass sie nicht mehr die die Aktivierungsenergie erreicht, sodass es dann sich die Flamme quasi abkühlt und der Ruß der Flamme unverbrannt sich sozusagen in der Umgebung verteilt. Ja? Das wäre dann insbesondere oben an der Flamme, wäre das dann manchmal der Fall. So, also so sieht die Flamme in Wirklichkeit aus. Ich habe damals für meine Doktorarbeit, morgen vor 18 Jahren, habe ich meine Doktorarbeit verteidigt. Dafür habe ich damals versucht, eine Kerze zu simulieren. Und da war mir das mit der Oberfläche noch nicht so, es hat irgendwie so ein bisschen nach Kerze ausgesehen, aber es war physikalisch noch ziemlicher Blödsinn. Also, Flammen haben nämlich eine Oberfläche, ja? Also das ist, wenn Sie sich angucken, dann kann es Ihnen relativ klar werden, ja, das Ding hat eine Oberfläche. Ja? Flammen haben eine Oberfläche und das ist die Reaktionszone.
Also 2D jetzt. Also das hier ist ein Schnitt, aber was meinen Sie mit 2D? Nein, es ist eine, sie hat eine... Also was ist mit der Oberfläche jetzt gemeint? Also die Oberfläche hat, wenn Sie es ganz genau wollen, dadurch, dass es eine Reaktionszone gibt, hat die Oberfläche auch eine endliche Dicke, wenn Sie so wollen. Ja? Aber sie ist irgendwo tatsächlich zu Ende. Okay. Ja? Ja, also physikalisch das, was wir gerne als, es hat dann, also sie hat, sie ist wie eine Eierschale, hat ja auch eine Dicke, ne? Ja. Ja, also es ist aber tatsächlich, das Ding hat eine Oberfläche. Ja, und die Reaktion findet halt an dieser Oberfläche statt. Also das heißt, insbesondere innen in der Flamme findet keine Reaktion, also okay, keine ist nicht richtig, da findet eine andere Reaktion statt. Es findet dort keine Oxidation, okay, sagen wir mal so, um genau zu sein, Oxidation. Ja? Die Oxidation findet an der Oberfläche statt. Es gibt natürlich Reaktionen, die allein aufgrund von der Temperatur stattfinden können, die in der Flamme herrscht, aber die laufen ohne Sauerstoff ab, diese Sachen. Also, wie wir jetzt dieser Sache, mal sehen, da habe ich eine Sache vergessen, nämlich ich wollte hier sagen, das hier ist sozusagen Ox und das andere ist Fuel, genau. So, das Innere der Flamme. Das Innere der Flamme ist verarmt an Sauerstoff. Ja, und natürlich außerhalb der Flamme herrscht Verarmung am Brennstoff. So, dann gibt es noch den Übergang von der Fest in die Gasphase. Das kann jetzt etwas unterschiedlich sein. Also bei der Kerze ist es so, dass wir zunächst mal den Übergang von der Festphase in die Flüssigphase haben. Das ist, weil es ein Wachs ist, ein Glasübergang. Was ist ein Glasübergang? Als Maschinenbauer müssen Sie es wissen. Ja, also ja, klar, ja, ja, so, also das Ding ist eigentlich schon amorph, ne? Aber das heißt, dass wir haben keinen scharfen Schmelzpunkt. Ja, also es geht so langsam, ja, Wachs ist ja, wird dann so halbflüssig, ne? Es geht dann so langsam über einen Bereich, genauso, ja. Der Schmelzpunkt ist kein Punkt, sondern er ist ein Bereich. So ähnlich wie die Oberfläche der Flamme keine mathematische Fläche ist, sondern eine Dicke hat. So ist das bei dem Wachs. Also da gibt es einen Glasübergang, dann wird das normalerweise durch Kapillarkräfte in dem Docht hochgezogen und dann verdampft es da. Wenn Sie jetzt ein Stück Holz verbrennen, dann geht das von der Festphase direkt in die Gasphase über. Ja, und dieser Übergang erfolgt tatsächlich auch durch eine Arrhenius-Funktion. Oder kann man auch so darstellen.
Also es muss erstmal in die Gasphase kommen, damit es brennen kann. Ansonsten könnte es quasi nur verrosten, sozusagen direkt an der Oberfläche eine Reaktion ausführen. Ja? Also an der Oberfläche des an der Oberfläche des Festkörpers, eigentlich eine ganz gute Metapher. Also eigentlich Feuer ohne Pyrolyse ist Rosten. Ja? Ist Oxidation direkt an der Oberfläche. Ja? Bei Feuer gibt es halt eben diesen Übergang in die Gasphase und die reagiert dann mit der Luft und beides kann man durch Arrhenius-Funktion darstellen. Ja, das Methan ist schon Gas. Ja, das Methan ist schon Gas, genau. Ja, das wissen also ist, was passieren könnte tatsächlich, also diese Reaktionen sind unglaublich komplex. Also es ist nicht komplett ausgeschlossen, dass wenn sie jetzt Holz aufheizen, dass da auch Methan bei rauskommt. Wahrscheinlich kommt eher was Schwereres raus als jetzt Methan, aber Methan kann dabei auch rauskommen. Ja? Also sie haben schon eine chemische Reaktion aufgrund der Hitze, die da passiert. Das ist jetzt keine reine Phasenumwandlung mehr, ja? Sondern da passiert schon was Chemisches bei der Geschichte. So, dann, wieso leuchtet die Kerzenflamme? Das ist spätestens, wenn Sie dann versuchen, mal so Feuer, das Sie simuliert haben, zu visualisieren, fällt Ihnen auf, Sie müssen da ein bisschen drüber nachdenken, was da eigentlich los ist. Ist aber auch ganz interessant. Also warum leuchtet die überhaupt? Oder sagen wir mal so, haben Sie da eine Vorstellung davon, warum die Kerzenflamme leuchtet? Wenn Sie jetzt jemand fragt, ja, Sie sind Ingenieur, Sie haben hier Flutmechanik gelernt, wieso leuchtet eine Kerze? Ja. Also ich weiß es nicht 100%, aber ich nehme mal an, vielleicht wird durch diese Wärme irgendwie ein Energiezustand angeregt, der später wieder runterfällt und dann als Photon emittiert wird. Das wäre so die klassische Variante, also das wäre insbesondere so, Sie nehmen einen Bunsenbrenner und Sie halten da irgendwie so ein Natriumchlorid rein und dann sehen Sie diese gelbe Flamme. Ja? Das wäre so der Klassiker in dieser Richtung. Das ist durchaus so auch, also das ist nicht ganz falsch, aber bei einer Kerzenflamme, da kommt ja irgendwie weißes Licht bei raus. Ne? Ja, und beim Bunsen, ja, so gelblich. Sie haben recht, Sie haben schon recht, es ist gelblich, ja. Also deswegen, also wenn es, mal sehen, was war Natrium? Natrium ist auch gelb, oder? Bei den Bauingenieuren ist es Chemie auch nicht, also, oder wenn da nur Betonchemie, oder? Ich weiß nicht. Nee? Also ich bin auch kein Bauingenieur, keine Ahnung. Okay, also ja, Umwelt. In der Umwelt gibt es sehr viel Feuer, das müsste Sie jetzt hoffentlich... Also, was ist es mit der Kerzenflamme? Die Kerzenflamme, also der Bunsenbrenner, der ist ja sehr heiß eigentlich. Ne? Der leuchtet aber nicht gut. Also interessanterweise, ich frage mich übrigens immer, warum er eigentlich nicht überhaupt nicht leuchtet. Also er leuchtet so ein bisschen, aber er leuchtet nicht gut. Genauso wenn Sie einen Gasherd haben, hatte ich mal, der leuchtet nicht gut, ne? Obwohl da lauter Salz rumliegt. Also, obwohl er sehr heiß ist. Eine Kerzenflamme ist nicht so heiß, leuchtet aber besser. Die Kerzenflamme leuchtet deswegen, weil sie rußig ist. Und das hat auch was damit zu tun, dass im Inneren der Flamme keine Reaktion oder keine Oxidation abläuft. Also aufgrund des Rußes
Also, was ist Ruß? Ruß ist Kohlenstoff. Ja, so diese ganze Pyrolyse-Geschichte. Diese ganze Pyrolyse-Geschichte wandelt da alles Mögliche in flüchtige Kohlenwasserstoffe um. Und was am Schluss irgendwie übrig bleibt, ist vielleicht nicht nur Kohlenstoff, sondern auch noch was anderes. Aber auf jeden Fall fliegen da viele Kohlenstoffpartikel erstmal rum, die, wenn sie aus der Flamme rauskommen, auch sehr ungesund für sie sein können. Oder wenn sie die Flamme ausmachen, ja, dann rußt die Kerze ja danach erstmal. Ja. Sie rußt nicht so viel, während sie brennt, weil das Zeug, was da rauskommt, ist brennbar. Ja, das brennt bloß erst dann, wenn es an die Oberfläche diffundiert ist. Aber innerhalb der Flamme hat es keinen Kontakt zum Sauerstoff. Es wird von außen beheizt, es ist also heiß und es ist schwarz. Und was macht etwas Schwarzes, wenn man es heiß macht? Leuchten aber warum? Ja? Also ist das dann doch wieder, weil irgendein Energiezustand angeregt wird, der da runterfällt und dann das Photon emittiert wird oder nicht? Sorry, dass ich da jetzt noch drauf rumreite, aber das ist der einzige Weg, den ich bisher kenne, wie Licht emittiert wird. Ja. Also Sauerstoff verarmt. Aber vielleicht lernen wir was Neues. Okay, also wir müssen hier definitiv mal wieder mehr Physik machen. Wobei, das ist auch eine Sache, die hatte ich damals, als ich Physik unterrichtet habe, bin ich da auch nicht zugekommen, das zu machen. Also wir können die optische Leistung durch eine Oberfläche eines schwarzen Strahlers. Okay, schwarzer Strahler. Schwarzer Strahler. Die folgt einem Stefan-Boltzmann-Gesetz. Also Stefan-Boltzmann ist nicht der Bruder von Ludwig Boltzmann, sondern es gab halt einen Stefan und es gab einen, also der Boltzmann heißt schon Ludwig Boltzmann, das waren zwei Menschen. So, die haben gesagt, also P durch A, Leistung durch, optische Leistung durch Fläche, genügt diesem Gesetz Sigma, das ist die Stefan-Boltzmann-Konstante, mal die Temperatur hoch 4. Wobei dieses Sigma 5,67 mal 10 hoch minus 8 Watt pro Quadratmeter und Kelvin hoch 4 ist. Und das ist die Stefan-Boltzmann-Konstante. Also das ist ein schwarzer Strahler. Oh, da könnte ich jetzt den Rest der Vorlesung drüber reden. Wollte ich jetzt eigentlich gar nicht. Schwarzkörperstrahlung. Also, aufgrund der Energie, machen wir es uns mal einfach. Sie wissen, dass schwarze Körper sich in der Sonne aufheizen. Ja? Die nehmen Wärme auf. Und Weiße tun das weniger gut. So, jetzt aufgrund der Energieerhaltung und insbesondere der Entropieerhaltung, also dass nie Energie fließt von einem heißeren, von einem kälteren zu einem heißeren Körper, ja, muss das Ganze symmetrisch sein. Das heißt also, der schwarze Strahler muss mit der gleichen Rate Energie aufnehmen, wie er abgibt pro Temperatur. Also sie heizen sich deswegen auf, weil ihr Pullover kälter ist als die Sonne. Ja? Aber wenn der Pullover schwarz ist und sie machen ihn so heiß wie die Sonne, dann muss er auch so hell strahlen wie die Sonne. Während der weiße Körper, weil er keine Energie aufnimmt, auch keine Energie abgibt.
weil das Gesetz symmetrisch sein muss. Das heißt also, der schwarze Körper ist derjenige, der maximal Energie abgibt. Und der weiße Körper ist derjenige, der keine Energie abgibt. Ist Ihnen das neu? Also schwarze Strahlung kenne ich. Ja. Aber warum strahlt er jetzt? Also weil er heiß ist, weil er dem Stefan Boss... Aber warum gibt er dann nicht komplett all seine Wärme ab als Wärmestrahlung? Oder? Ja, das tut er doch. Also das heißt alle. Nein, nichts. Er gibt Leistung ab und je nach... Also das heißt, Leistung ist ja Energie pro Zeit. Ja, und das stellt sich dann in ein Gleichgewicht mit der Temperatur. Ja, weil er kühlt sich dadurch ab, dass, also er wird dadurch natürlich kälter, dass er Energie abstrahlt. Ja, aber die Menge an Energie, die er abstrahlt, ist abhängig von der absoluten Temperatur hoch 4. Das heißt also, wenn es kälter wird, wenn der Körper kälter wird, weil er Energie abgestrahlt hat, dann strahlt er weniger Energie ab. Er muss also damit man ihn leuchten sieht, muss er also schon eine gewisse hohe Temperatur erreichen. Was wir gerne sehen, also die Oberfläche der Sonne ist irgendwie 6000 Kelvin heiß, deswegen ist das der Bereich, an dem wir am besten sehen können. Also die Evolution hat uns so eingestellt, dass wir halt bei Sonnenlicht gut sehen, ja, offensichtlich. Die Kerzenflamme ist deutlich kälter, deswegen leuchtet sie nicht blau. Also deswegen ist sie im roten Bereich verschoben. Fanden Sie das jetzt? Ja, das war jetzt verwirrend. Wahrscheinlich deswegen ist sie gelb, oder? Deswegen ist sie eher gelb. Weil sie im Spektrum. Also sie ist im Spektrum verschoben. Sie hat einen sehr starken Infrarotanteil. Ja? Also das meiste von dem Licht der Kerze sehen Sie nicht, weil das Maximum von der Kerze, weil sie sehr viel kälter ist als die Sonne, ist das Maximum im Infrarotbereich. Und bei der Sonne ist das Maximum im grünen Bereich bei 550 Nanometer. Das ist also deutlich höher. So, und deswegen früher, also bevor man LEDs hatte, um sich zu erleuchten, ich komme noch aus dieser Zeit, wo man das als vollkommen unmöglich gehalten hatte, dass man sowas gibt, da waren die effizienten Lichtquellen, waren halt Xenonlampen, die waren halt sehr heiß. Ja, also das war sozusagen die Idee, eine Xenon-Lichtbogenlampe, die kann halt irgendwie mehrere, also sie kriegen sozusagen den Wolfram, kriegen sie nur endlich heiß, ja, deswegen nehmen Sie keinen Festkörper, sondern Sie nehmen einen Lichtbogen, also gasförmig, und das kann dann sehr heiß werden. Kohlefasern, das ist sozusagen das gleiche, Kohlefasern können auch irgendwie 3000 Grad heiß werden. Das heißt, da kommt man schon ziemlich nah an die Hälfte der Temperatur von der Sonne ran, potenziell. Also da hieß es damals höhere Temperatur, höhere Effizienz, weil mehr von dem Spektrum ist im sichtbaren Bereich. Ne? Und das ist das Problem mit den Glühlampen, dass halt eben ein großer Teil von dem Spektrum nicht im sichtbaren Bereich liegt. Gut, das hat ja alles gar nichts mit Strömungsmechanik zu tun. So, ein bisschen Strömungsmechanik. Also, das, was wir insbesondere in der ersten Vorlesung immer uns angucken, passt hier nicht gut. Feuer ist nicht divergenzfrei. Also die Geschwindigkeit im Feuer ist nicht divergenzfrei, weil sich das Ganze ja ausdehnt. Also erstens dehnt es sich aus und zweitens durch die Reaktion kann es auch noch sein,
dass die Zahl der Teilchen sich ändert und dadurch sich Druck und Volumen mit ändern müssen. Also durch die Energiezufuhr und die Entstehung von Produkten dadurch ändert sich die Dichte. Wir sind im Kompressiven. Das heißt also, wir müssen jetzt einmal, wir gehen darüber, glaube ich, nicht im Rest der ganzen Vorlesung, insbesondere in der Modellierung von Strömungen, werden wir kompressible Strömungen nicht mehr, zu denen werden wir nicht mehr kommen, aber wir gucken uns jetzt einmal die Gleichung hierfür an. Also das heißt, wir hatten einerseits die Massengleichung, also die, wie haben wir die nochmal genannt? Masseerhaltung. Die Massenerhaltung, genau, danke. Die Massenerhaltungsgleichung, die sieht jetzt so aus, ja, wobei sie dieses Ding, sie können das immer noch zerlegen, aber dann wird die Divergenz nicht verschwinden. Ja. Dann haben wir natürlich ganz normal die Navier-Stokes-Gleichung. Also ich erlaube sie mir in konservativer Form hinzuschreiben, minus den Druck plus ist mal Tau ist wieder unser Stresstensor. Und dann hätten wir theoretisch, das ist für die, also das ist Gravitation, das spielt im Feuer, spielt Feuer eine, in der Regel eine größere Rolle. Ja, weil man kann sich vorstellen, wegen dieser Ausdehnung, also wegen der thermischen Ausdehnung, ja, steigt ja das, also es ist eigentlich Blödsinn zu sagen, dass weniger Dichte steigt. Was in Wirklichkeit passiert ist, das Dichtere fällt, ja, und verdrängt das, aber das hat natürlich den Einfluss auf die Flamme, dass die Flamme auf der Erde sozusagen immer mit neuem Sauerstoff versorgt wird, ja, weil sie sozusagen die Produkte selbstständig wegtransportiert und dann von der Seite Sauerstoff nachgeliefert kriegt, was jetzt nicht passieren würde, wenn wir im schwerelosen Raum wären, dann würde sozusagen hier kein Transport stattfinden oder nicht intrinsisch. Diesen Transport bezeichnet man dann übrigens als Konvektion. Dann, also soweit so bekannt, und dann haben wir halt eben noch die thermische Energiedichte ET nach dT plus irgendwie den Transportterm von das hier ist gleich minus mal ein Q plus ein Phi plus ein Q-Punkt. Das wird jetzt etwas kompliziert. Also das ET, das ist ein Skalar, das ist die interne Energiedichte. Man kann diese Gleichung anders darstellen, zum Beispiel indem man die Enthalpie verwendet, oder es gibt noch mehr Möglichkeiten. Also es gibt einen Wärmefluss. Q ist, ja genau, warum schreibe ich das nicht als Vektor? Ist minus K mal, also es ist keine Reaktionskonstante, das Ding heißt schon wieder K, ich nenne es mal Kappa. Kappa, das ist eine Wärmeleitungskonstante. Ja, genau, ich glaube, wir hatten sie das letzte Mal auch Kappa genannt, ne? Für die Wärmeleitung, genau, das ist das hier. Und es gibt einen Quellterm, der ist Wärme,
Wärmequelle, das ist jetzt ganz besonders von Bedeutung, weil das zum Beispiel bei der Reaktionswärme also aus der Reaktionswärme hervorgeht. Und dann haben wir noch eine Sache, die bei Feuer normalerweise keine Rolle spielt, dieses Phi. Das ist T, das ist unser Stresstensor mal dUi durch dxj. Sie sehen, das wird dann zu einer, da sind ja die ersten Ableitungen drin, die nochmal mal die ersten Ableitungen, und das kommt aus der viskosen, das ist die viskose Wärme, also das heißt, das ist die Reibungswärme. Die kommt quasi aus der Navier-Stokes-Gleichung. Also die Energie, die kinetische Energie, die in der Navier-Stokes-Gleichung durch den Viskositätsterm verloren geht, die muss ja irgendwo hin und die geht hier in die interne thermische Energie. Und dann haben wir halt eben noch den Stresstensor. Ich weiß nicht so ganz, warum der Stresstensor ist der Scherratentensor mal die Viskosität. Ne? Deswegen, das eine ist Tau, genau, das eine ist Tau und das andere ist Entschuldigung, ja. So, und da müssen wir jetzt irgendwie den Teil rausnehmen, der von der Divergenz abhängt, weil das jetzt ein Tensor wird und das da hinten ein Vektor quasi ist, machen wir daraus ein Tensor, indem wir das nochmal mit dem Einheitstensor multiplizieren. Also das ist dieses diagonale 1 und sonst 0. So, mal sehen, wie sieht es mit der Zeit aus? Also, das sind die Gleichungen, die wir jetzt grundsätzlich erstmal lösen müssten. Es ist nicht notwendigerweise das, wie es in der Praxis gemacht wird. In der Praxis wird das häufig anders gemacht mit der Anwendung kommt eine Low-Mach-Number-Navier-Stokes-Gleichung zur Anwendung. Mich schon wieder nicht hier irgendwie abgemeldet. Also, wir sagen dann low mach Navier-Stokes. Also, die Beobachtung von Feuer ist das folgende. Wir brauchen häufig, also wenn wir im Maschinenbau sind und von auf Verbrennungsmaschinen, da wo irgendwelche Explosionen drin vorkommen oder sie modellieren Flugzeuge oder sowas oder sie haben Turbomaschinerie, dann brauchen sie die inkompressible Navier-Stokes-Gleichung deswegen, weil Geschwindigkeiten da drin sehr hoch sind. Ja? Also in dem Moment, wo Machzahlen groß sind, brauchen wir eine kompressible Navier-Stokes-Gleichung, weil die hohe Machzahl die Strömung komprimiert. Natürlich nicht nur deswegen, weil irgendwas schnell ist, sondern weil irgendwas andere, also dass Geschwindigkeitsunterschiede sind. Also der Körper ist langsam und die Luft ist schnell oder der Körper ist schnell und die Luft ist langsam. Ja? Also diese Dinge bewirken immer eine Kompression. Und da hat man sozusagen diese beiden Probleme, dass man nämlich einerseits die hohe Machzahl verarbeiten muss
und andererseits halt die Dichteänderung verarbeiten muss. Bei Feuer, und wir reden jetzt explizit nicht über Explosion, ja, sondern über Feuer. Bei Feuer ist es so, Sie hören Feuer ja normalerweise nicht, das ist keine hohe, also man kann es ein bisschen hören, aber es sind keine hohen Machzahlen. Sie hören da keinen Überschallpuls raus oder so. Aber die Temperaturen sind sehr unterschiedlich und deswegen sind die Dichte, es ist die Dichte sehr unterschiedlich. Das heißt, man hat jetzt speziell den Fall, dass die Machzahl gering ist, aber sie trotzdem eine kompressible Strömung vorliegen haben. Und da nimmt man es sich jetzt heraus, zu versuchen, die Sache zu vereinfachen, dahingehend, dass man ja sagt, okay, unsere Machzahl ist klein, aber trotzdem haben wir Kompressibilität. So, ich werde mal ganz kurz, das ist jetzt keine Sache, die groß abgetestet wird, wir sind ja auch irgendwie in unserer Weihnachtsvorlesung, aber ich werde mal ganz kurz andeuten, wie sowas geht. Also zunächst mal schmeißen wir die Energiegleichung weg und lösen stattdessen eine Temperaturgleichung. So, die Temperaturgleichung sieht dann so aus, wir haben eine spezifische Wärme bei konstantem Druck, Cp, Rho, die Dichte, und jetzt hierfür lösen wir eine Temperaturgleichung, die dann so aussieht. K plus 1 dpt nach dt, was das pt ist, pth ist, kommen wir ganz gleich drauf. Also das c, also ja, das ist der thermodynamische Druck. Also das hier ist die spezifische Wärme bei konstantem Druck. Ja, es gibt auch noch ein CV, das ist die spezifische Wärme bei konstantem Volumen. Brauchen wir genau genommen auch noch. Das sollten mindestens die Umweltingenieure, also ich hab damals in Physik sehr, sehr lange auf diesen Themen rumgehackt. Und das ist der thermodynamische Druck. So, dieses P thermodynamisch, das ist irgendwie Rho RT. Die Dichte mal, also es ist im Übrigen interessant, weil die Dichte, okay, kommen wir gleich nochmal drauf, aber was Ihnen hier vielleicht schon auffallen könnte, nach Gasgesetz ist die Dichte invers proportional zu T. Und das bedeutet, dass dieser thermodynamische Druck in einem geschlossenen Volumen eben eine Konstante, also nicht konstant ist, aber ist überall gleich. Also das heißt, diese Sache ändert sich möglicherweise mit der Zeit, deswegen ist hier hinten diese Zeitableitung drin, aber wir haben nur einen thermodynamischen Druck in unserem gesamten Gebiet. So, die Divergenz der Geschwindigkeit wird jetzt ausgerechnet. Über so eine Formel. Also Rho Cp durch T, und hier haben wir diese Wärmeleitung, genau die Kappa heißt, minus 1 durch Gamma, tut mir leid, jetzt kommt hier noch mehr T, und hier ist diese Zeitableitung Tp nach dt. So, Gamma ist der Adiabatenkoeffizient, also das ist das Cp durch Cv.
Der ist, das habe ich gerade vergessen, ich glaube, der ist für Luft oder so 7/5 oder sowas. Also der ist abhängig von den Rotationen, den Schwingungsfreiheitsgraden der Moleküle. Ja? Schon mal gehört, oder? F, ganz, ganz dunkel, ja, da ist F plus 2 durch F, also wobei F die Freiheitsgrad, die Bewegungsfreiheitsgrad der Moleküle sind, ja. Argon hat 3 Freiheitsgrade, weil es nur translatorische Freiheitsgrade hat, Stickstoff, Sauerstoff können rotieren, also Stickstoff und Sauerstoff verhalten sich gleich. Klingt ganz schlimm. Allein schon das Wort Thermodynamik. Okay, ich weiß ja nicht, also dieses CP und CV, das, okay, da, soweit sind wir noch genau. Das war, ja, Thermodynamik, ich meine, ich habe zwar 10 Jahre lang Thermodynamik unterrichtet, ich muss aber auch immer sagen, so richtig gut gefallen hat es mir auch nie. Und denjenigen, aber das ist natürlich, wenn Sie sehen, dass es denjenigen, denen Sie es versuchen beizubringen, es nicht gefällt, dann macht das, ja. Also, PTH, nimmt im geschlossenen Volumen nur einen Wert an. Und deswegen ist das dann sozusagen über die ganze, es ist eine Größe für den ganzen, für das ganze Modell. So, wir können noch ein kleines bisschen darüber. Wir haben noch über 25 Minuten, gell? Da können wir noch ein kleines bisschen über die Konsequenzen von sowas für die Numerik reden. Also wir haben jetzt hier trotzdem immer noch ein weiteres P, das sozusagen unabhängig ist von dem, von diesem konstanten P. Also was sehr wichtig ist bei diesem P, wenn das zwar zeitlich variabel, aber räumlich konstant ist und wir in der Navier-Stokes-Gleichung immer den Gradient von P haben, dann fällt dieses P ja raus. Ja? Also der thermodynamische Druck. Aber wir haben dann trotzdem immer noch diesen dynamischen Druck, der bleibt dann weiterhin erhalten in der Navier-Stokes-Gleichung. Aber diese Aufteilung, die ist eben deswegen möglich, weil wir Schallwellen komplett rausgenommen haben. Ja? Also der Zusammenhang Rho ist invers proportional zu T, ja? Der ist natürlich für den Fall, dass wir keine Schallwellen hier drin haben. Okay, ich schreibe mal noch die anderen Dinge hin und dann diskutieren wir die kurz. Also die Temperaturgleichung, ja, das ist eine Sache, die Temperaturgleichung kann nicht in konservativer Form geschrieben werden. Das ist sehr irritierend und hat mich sehr viele Nerven gekostet in einem früheren Leben. Und den Herrn, den Sie hier hinten im Hintergrund manchmal reden, hören den auch. Also, was heißt das? Also womit ich, wenn ich mal kurz hier hochfahren darf, Sie haben hier vorne irgendwelche Teile davor. Also Sie haben das Rho, insbesondere das Rho. Das Rho ist ja keine Konstante in unserem Modell hier, das steht vor dem D. Das können Sie nicht da reinziehen. Ja? Das ist komischerweise, wenn Sie, das sind so Dinge, die passieren, wenn man Gleichungen vereinfacht. Ja? Dann funktioniert das irgendwann einfach nicht mehr. Also dann kommen solche Dinge vor, die nicht mehr funktionieren. Das muss davor stehen und Sie können es nicht reinziehen.
Deshalb fallen ihnen diverse numerische Methoden, mit denen sie, also konservative numerische Methoden, die sie gerne anwenden würden, fallen hinten runter. Ja, also sie müssen das, sie haben nicht mehr alle Möglichkeiten, das zu diskretisieren, weil, naja, da steht vor der Zeitableitung halt irgendwie so ein Ding, jetzt können Sie sagen, ich kann nicht teilen, ja, dann steht es vor der Raumableitung. Ja, also Sie werden es nicht los. In der Navier-Stokes-Gleichung können Sie konservativ diskretisieren, dann ist das hier irgendwie noch möglich. So, dieses Modell wird verwendet in einer Software, die heißt Fire Dynamic Simulator. Falls Sie da mal drüber stolpern, dann haben Sie es bei mir gehört, FDS. Das ist deren Standard, das kommt von NIST. Also NIST ist die PTB von der USA, ne? Das National Institute for Standards und, oh Gott, ja, irgendwie Standards und sowas. Also die haben diese Software und die benutzt dieses Ding. Man ist irgendwie immer versucht, eine bessere Software zu schreiben als die, weil dieses Modell ist relativ primitiv. Problem dabei ist, dass das Hauptproblem gar nicht die Strömungsmechanik ist, sondern die ganze chemische Reaktion und die irgendwie hochparametrisiert ist. Das heißt sozusagen, das hängt sehr von der Erfahrung ab und da sind sehr viele Messwerte sozusagen datengetrieben. Ja, also Sie brauchen ein Rieseninstitut mit unglaublich viel Geld, um diese ganzen Parameter, die da drin stecken, rauszufinden. Und diese Parameter lassen sich nicht auf andere Modelle so eins zu eins übertragen. Deswegen ist man dann an einem relativ primitiven Strömungslöser für alle Zeiten gekoppelt. So, diese Sache hat zum Beispiel, wollte ich ja noch drauf eingehen, diese Konstante. Ja, das hört sich vielleicht besser an, als es ist. Sie haben eine Sache über das ganze Gebiet, die überall gleich ist. Ja, das ist eigentlich genau genommen nichts, was Sie wirklich wollen, weil das heißt nämlich, das ist eine Größe, die nicht konstant, also die nicht lokal ist. Die moderne Strömungsmechanik versucht, immer lokal zu rechnen. Ja, das hat was mit der Rechnerarchitektur zu tun, die wir heutzutage haben. Sie kriegen es vielleicht mit. Ja, man rechnet heutzutage auf diesen GPUs oder TPUs, ja, Tensor Units. Das sind Maschinen, die haben von Zehntausenden bis Hunderttausenden Hochprozessoren und die sind im Prinzip nur so groß. Ja. Das heißt also, sie wollen... Und was diese Dinge können, die können eben für einzelne Punkte sehr schnell rechnen, wenn sich jeder Prozessor um einen Punkt kümmert. Was unglaublich schwierig ist, auf solchen Dingen zu realisieren, sind irgendwelche Größen, die über alles gilt. Also wenn es sozusagen einmal die Summe über alles bilden, was ist meine Gesamtenergie im System? Ja? Das war, wenn wir in die 90er Jahre zurückdenken, war das eine sehr einfache Rechnung im Verhältnis zu allem anderen. Und heute ist es so, dass diese Rechnung, eine Sache, also sozusagen eines, was für alle gilt, wenn Sie die ausrechnen wollen, dann müssen alle anderen auf den einen warten, der das ausrechnet. Und genau deswegen will man sowas nicht haben, sondern man will immer nur schön lokal rechnen. Und das ist, deswegen sind solche Dinge, die sich erstmal gut anhören, wir haben hier eine Größe, die für alles gilt, das ist eigentlich eine Sache, die wir nicht gerne haben wollen. So, damit komme ich jetzt zu dem Ende von dieser Geschichte und bringe noch eine kleine
Wie ist das dann hier reingekommen? Bringe noch eine kleine andere Geschichte hier rein. Ganz zum Schluss, Ende des Jahres. Also, einfügen. So, ich habe irgendwann mal ein sozusagen ein Homemade, naja gut, ich habe es schon im Büro gemacht, so ein primitives Feuermodell gebaut. Ich muss sagen, leider habe ich nicht mehr Zeit darum, mich zu kümmern. Das Ding funktioniert im Moment gerade nicht, deswegen kann ich es nicht vorführen, nachdem ich dreimal mit dem Computer umgezogen bin. Aber wir können uns jetzt vorstellen, wie sowas, was wir hier quasi brauchen. Also das ist jetzt nicht Loh, das ist zwar auch Lohmaßnahme in dem Sinne, dass ich mich nicht darum kümmere, dass ich Schocks, das kann keine hohen Zahlen machen, aber es löst nicht die Temperaturgleichung, sondern es löst tatsächlich eine Energiegleichung, ja, und eine Impulsgleichung. Und dann nimmt es noch dazu zwei Advektionsdiffusionsgleichungen, also das heißt Transport von Dichten, einmal von Sauerstoff und einmal von Fuel. Was jetzt wichtig ist, diese beiden Dinge sind entkoppelt von der Impulsgleichung. Das heißt, quasi, Sie können auch, wenn Sie zwei Impuls haben, aber Sie haben kein Oxygen und Sie haben kein Fuel, dann können Sie sich das so vorstellen, Sie haben halt Stickstoff oder sonst irgendwas. Ja? Also inertes Gas ist dann auch noch da, weil wenn der Sauerstoff weg ist und der Fuel weg ist, dann ist nicht die Luft weg automatisch. Okay? Also, die Reaktion hiervon gibt eine Änderung in der Energie. Die Impulsgleichung transportiert sowohl die Energie, ja, also Advektion der Energie, als auch die Advektion von Sauerstoff und Treibstoff. Und dann benutzt dieses Ding zwei Arrhenius-Funktionen. Einmal eine Arrhenius-Funktion für die Pyrolyse. Das heißt, wir haben hier irgendwie so einen kleinen Docht in diesem Ding. Ja? Und dieser Docht, wenn in dessen Umgebung heiß wird, dann gibt der Fuel ab. Und wenn der Fuel selbst heiß wird, dann entzündet er sich. Okay? Aber wenn es nicht heiß ist, dann gibt auch der Docht kein Fuel ab. So, und dann gibt es noch eine Zustandsgleichung, die eben, das ist sozusagen das P mal V ist R mal T. Ne? So, das gibt jetzt, das haben wir jetzt irgendwie implementiert und mal sehen, ob ich das irgendwie kopiert kriege. Kopieren, wir sind ja irgendwie wir haben ja noch den dritten Advent. Ich habe das irgendwann mal einfügen. So, wir sind im Internet, deswegen wird das jetzt hoffentlich funktionieren, weil das ist nämlich auf YouTube. Wir werden gleich sehen. Jetzt kommt wahrscheinlich erst Werbung. Nein, okay. Also, was ich da gemacht habe, das war sozusagen interaktiv. Ich habe da so ein kleines Feuerzeug in meiner Hand und ich gehe dann dahin und zünde diese Kerze an. Ich bin jetzt, Sie sehen, die ist ausgeblasen worden, deswegen habe ich sie nochmal angezündet. Jetzt geht sie gleich nochmal aus, dann kommt da wieder mein Mauszeiger und ich zünde sie wieder an. Ja, das habe ich irgendwann, was war es, vor 2 Jahren für den dritten Advent, habe ich mal dieses Video hier generiert. Jetzt geht die aus, komme ich wieder hin und also, wenn sie na gut. Ich habe eigentlich zwei noch. Okay, aber das sind jetzt sozusagen dann die Weihnachtsbäume. Das macht jetzt hieraus diese Weihnachtsvorlesung
quasi, wenn Sie wollen, mal sehen, ob es kommt, ja. Ich habe das ein bisschen beschleunigt, ich glaube, es ist 5 oder 6 Mal so schnell, wie es in Echtzeit gelaufen ist. Sie sehen, wie ich da durchlaufe und die Kerzen anzünde. Nee, der Weihnachtsbaum, nee, das ist der Docht ist was anderes als der Baum. Ja, das wollte ich, also das hätte man auch so machen können, aber das wollte ich vermeiden. Die Flamme wäre sehr schnell übergesprungen darüber tatsächlich. Ja. Gut, also das ist sozusagen das frohe Weihnachten. Ich habe noch in dem Jahr davor hatte ich noch eine Sache, die ein kleines bisschen anders war. Dann kopiere ich das hier auch noch rein. Da hatte ich noch einmal den, das war glaube ich auch ein kleines bisschen kleiner. So, da stelle ich hin und wieder auf die Visualisierung um. Und zeige dann den Sauerstoff, der noch in der Umgebung ist, an. Also es gab da verschiedene Möglichkeiten. Das war eine hardwarebeschleunigte Software, die sehr viele, also das ist jetzt der Sauerstoff, ja. Also das Rote wäre jetzt viel Sauerstoff und wir sehen, in der Umgebung nimmt der Sauerstoff auch entsprechend ab und wir sehen, dass das Ganze mit der Wärmeleitung hochsteigt. Und ich habe hier den Baum nur mit Punkten dargestellt, sozusagen, weil das zweidimensional ist und dann sozusagen der dadurch noch was durchdiffundieren hätte. So, das sind jetzt wieder die Flammen. Hier werde ich noch mal eine anzünden. Zweidimensionale Flammen sind irgendwie aus dem ähnlichen Grund wie zweidimensionale Turbulenz. Wir haben ja gelernt, dann werden die Wirbel immer größer. Insbesondere in 2D hat der Raum sehr wenig Luft. Ja? Das heißt, Sie müssen hier ständig von rechts und links neue Luft reinführen, sonst gehen die Dinge ziemlich schnell aus. Ja, und oben muss das Ding offen sein. So, das waren jetzt die Weihnachtsbäume. Also das hier ist so ein kleines bisschen auch Werbung. Wenn Sie an solchen Dingen Interesse haben, wir forschen im Moment gerade nicht daran, aber das ist eine Sache, wo ich auf jeden Fall nochmal hingehen will. Und da gibt es natürlich Möglichkeiten für Masterarbeiten und möglicherweise Doktorarbeiten sind immer finanzierungsabhängig, ja. Aber da gibt es auf jeden Fall viele Möglichkeiten, bei uns irgendwas zu machen, wenn Sie an solchen Dingen Freude haben. So, ich bin früher fertig, das gibt es ja gar nicht. Irgendwelche Fragen? Sollen wir jetzt noch die Hausaufgabe? Wird etwas länger dauern. Gut, dann haben wir jetzt frohe Weihnachten.